So, hier bin ich. Und wir spielen weiter da, wo wir aufgehört haben. Haha. Wir haben ja diese eine Schuppe. Und die können wir hier wieder reinmachen. Und sie hebt die Hand. Ja, perfekt. Da ist der Blitz. So. Dann gehen wir hier zu dieser Schildkröte und legen das hier ein. Hier fehlt ein Symbol. Achso, ja. Hier fehlt ein Symbol. Wo war das denn nochmal? Ja. Was habe ich denn hier? Die Gartenschere, den Blitz und diesen Hundenapf. Ja. Ja, ich brauche einen Kamm. Genau, da ist es doch. Aber, ich habe keine Kamm. So. Hier haben wir alles. Ja, machen wir gleich. So. Wo war nochmal dieses komische Symbol hier? Was machen wir mit der Gartenschere eigentlich nochmal? Weil ich meine, ja, Bewegungssensorbombe, ja. Ich weiß, mit der Gartenschere tun wir hier, glaube ich, durchschneiden. Genau, so war das. Die Anleitung kriegen wir aber, wenn wir hier unten drin sind. Ha. So, hier ist der Hund. Wow, wow. Hier habe ich alles. Dann lass mal... Ey, Alter. Stehe ich gerade so am Schlauch oder was? Das haben wir hier alles gemacht. Hier ist gar nichts mehr. Der Blitz. So, hier sind wir wieder, okay. Soweit ich mich erinnern kann, sind wir hier eigentlich komplett durch. Also ich muss irgendwie da hinten weiter. Und ich habe, keine Ahnung. Total verspielt und so, keine Ahnung, weiß ich nicht genau. Ja, zum Glück kann ich mich hier nicht verlaufen. Das sieht in der Realität aber gerade ein bisschen anders aus. Hier kommt der komische Apfel rein, das weiß ich. Was haben wir denn hier? Ja, mein Gott. Komm, ich schneide dich ein bisschen. Nee, geht nicht. Haha. Hier hinten können wir nur noch das... Ja. Ja. So, ansonsten ist hier so gar nichts. Ja. Dann werde ich wohl mal weiter gucken müssen. Ansonsten hole ich mir einen Tipp. Ich weiß jetzt nur nicht mehr. Ich muss hier rein, das weiß ich noch. Und ich brauche einen Kamm. Und ey, Alter, das geht nicht. Ach, ja, das Wasser. Ja, ach ja. Ja, die Katze. Oh Mann. So. Da haben wir dann jetzt unseren Kamm. Mit dem Kamm gehen wir natürlich zurück zu unserem Zwerg und wir kämmen ihm erstmal sein Bärtchen. So, dankeschön. Dann gehen wir jetzt wieder zurück und setzen das hier ein. Und siehe da, es geht auf. Jetzt können wir hier runterkraxeln. Ja, der Besitzer dieser Villa hat sich wohl auf das Schlimmste vorbereitet. So sieht's aus. Den Blitz, den machen wir hier rein und... Seht ihr da, geht auf. Ja, das Spiel ist recht simpel. Den machen wir mal. Der war, glaube ich, hier so. Den da, den hier. Da. Ja, da stimmt was nicht. Machen wir das mal. So. So viel zum Thema. Das ist total simpel. Ordne die Konnektoren so an, dass alle Glühbirnen leuchten, sobald
Sobald platziert, fährt ein Konnektor aus, um eine Glühbirne zu greifen. Drehen kann man die nicht. Wie war das denn? Ja, wie war das denn hier nochmal? So, den da hinten habe ich. Dann machen wir den mal hier hin. Den dahin und den dahin und wir haben sie alle. Tada! So, machen wir den Kühlschrank mal auf. Und wir nehmen den Affenlöffel mit und wir nehmen die Sahne mit. Und wir nehmen hier sonst nichts mehr mit. Ja, hier fehlt uns ein Fisch. Ach ja. Ja. So. Zu hoch, wenn ich richtig liege. Was? Wenn ich richtig liege, sind die Rohre mit dem Wasser im Teich verbunden. Ja, genau. Jetzt weiß ich aber nicht mehr genau. Hier fehlt uns das Ventilrad. Also dieser Knauf. Genau. Was wir machen könnten. Wie war das denn jetzt hier nochmal? Ich meine, hier müsste doch irgendwo eine Anleitung gewesen sein, damit ich die Bombe entschärfen kann. Ist wohl doch nichts da. So. Hier ist nichts mehr. Die Milch, die wir da haben, die kriegt der kleine Igel hier. Aber ich glaube, so nicht. Ah, doch. Hey, gib mir den Apfel. So, siehst du, jetzt haben wir das auch. Jetzt geben wir jetzt unserem Jatenzwerg, geben ihm den Apfel. Und siehe da, da ist es. Ja, und wir laufen hier wieder durch die Gegend wie die Jecken. Jetzt gehen wir wieder hier runter. Gehen hier an das Rätsel. An das Rätsel und... So, das war's. Ein Hufeisen. Da ist das Rad und da ist die Bombe. Also wir wissen, zuerst den roten, dann den grünen, dann das und dann das. Ja. Perfekt. Na, hier können wir dann das Ventilrad dran machen und wir drehen. Ja. Jetzt gehen wir aber erstmal ein bisschen mit der Bombe spielen. So, die Gartenschere. 1, 2, 3, 4, bam. Das war's. Bombe ist entschärft. Ein Badeschwamm. Das Ventilrad ist zugerostet. Ich sollte es irgendwie ölen, damit ich das Wasser des Teiches ablassen kann. Ja, das solltest du in der Tat. Aber wir haben nur ein... Ja, dann gehen wir mal hier hin. So, wir können hier zum Beispiel... Können wir den Löffel schon mal reinmachen. Dann gucken wir uns hier mal so ein bisschen um. Ich weiß nicht wirklich, was ich hier mit den Schuhen machen kann, weil die sind da einfach nur und ja, mehr ist da nicht. Ne? Das Ruder steckt fest, wie kann ich es bloß aus dem Boot frei bekommen? Ganz einfach. Okay, hier ist das Hufeisen. Das Hufeisen kommt hier hin. Wir nehmen alles mit und perfekt. So. Da ist unser Freund. Sag was. Oh, he hasn't gotten to you yet. Please, if you manage to escape this place, you should let the world know what has happened here. Years ago, I rented a room here from a kindly man, the owner of this mansion. I went to bed that night thinking I'd found a real bargain. But when I woke up, my body was laying next to me on the bed. I only saw the owner once more. He came in and created some sort of hologram, a copy of my body. Ever since, I've been visited by a strange monkey, and I'd swear that every time I see him, he looks more like that horrible man who did this to me. Please, if you can, find a way to get me out of here. Ja, aber selbstverständlich holen wir dich raus, nur heute nicht mehr. So, ich mache jetzt hier eine Pause und wir sehen uns. Bis dann.